Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ori and the Blind. Wow, Forest. Ah, verdient. Und Level Up, das ist sehr schön. Ja, das startet wieder gut. Im letzten Part haben wir die Fähigkeit erhalten, klettern zu können. Das. Wow, das ist. Zack. Ich hab da. Ja, jetzt klappt es natürlich nicht. So hin. Ach, das war der. Oh, das war der. Mastiker. Okay. Ist aber nett, dass sie sich genauso entwickelt, wie ich es gerade brauche. Aber das ist wirklich Zufall nur. Jetzt wünsche ich mir, dass ich ein bisschen in Damage gegangen wäre, wieder. Aber irgendwas ist halt immer. Oh, das ist unfair. Hallo? Okay, das... Ex wechselt mich jeden Mal A drücken. Also, jump. Was? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hätte jetzt noch so viele Leben. Wo sind die alle hingegangen? Na, hier zum Beispiel. Aber hier sind wir Level hoch. Hey. Das macht ich erst. Jumpen. Okay, ich lerne dazu. Ja. Und manchmal muss es auch einmal gejumpt werden. Aua. Mann, 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 Mann. Ich sollte mir auch mal überlegen, was ich sagen sollte. Ehrlich zu sein. Vielleicht erzähle ich einfach mal, wie ich zum YouTube gekommen bin. Zwar habe ich immer wieder Gronkh und was weiß ich nicht alles gesehen. Und fand es halt... Okay. Sehr interessant, wie man sowas machen kann. Da habe ich mir gedacht, ich wollte auch ein paar Leute unterhalten. Upsala. Ich hoffe, das tue ich auch, indem ihr so guckt. Oh ja, wollte einen Schlüssel. Das war's? Okay. Ja, also ich mache das echt gerne hier. Mach mal einfach mächtig viel Spaß. Nicht einfach so durchjumpen, oder? Ah, okay. Nee, das geht nicht. Okay. Was ist das denn jetzt? So nicht. Hey, wollte hier kann ich einen Safe Spot setzen. Ah, okay. Tricky. Aber schaffbar. Wie gesagt, mir gefällt immer noch die ganzen Jump-Einlagen. So, da war ich vielleicht teilweise zu schnell. Das hat er verdient, dieser Frosch. Definitiv. Weißt du was? Das würde ich da einfach mal. So gucken, dass da nichts ist. Ja, das war gerade selber schuld. Da bin ich auf einer Stelle rumgestanden und habe geguckt, was passiert. Aber wir haben jetzt in kürzester Zeit zwei richtig nice Fähigkeiten bekommen. Einmal gleiten und einmal klettern. Ja, ist gut, ist gut. So. Ja, also, aua. Ach. Ja, also, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, den Leuten dazu zu gucken. Und fand ich einfach auch klasse, die ganze Idee da hinten dran. Bisschen, was heißt ein bisschen? Es ist ja nicht gerade wenig Arbeit, teilweise, hinten dran steckt. Und ja, aber mir macht es einfach übelst viel Spaß. Weil für mich ist es im Prinzip kein großer Unterschied, ob ich das für mich mache. Bin ich nicht irgendwo hoch? Okay. Das war jetzt unfair.
Ja, also für mich, nur für mich mach. Supi. Ja, das ist jetzt verdient. Oder ob ich eben vielleicht Leute dazu begeistern. Und mir macht es einfach viel mehr Spaß, wenn ich weiß. Oder was heißt, wenn ich weiß, dass ich im Prinzip nicht alleine bin, zu sagen. Klingt zwar irgendwie gerade komisch. Ich weiß auch nicht. Aua. Oh, wie ich das genau beschreiben soll, dieses Gefühl. Aber es ist einfach richtig schön. Das ist doch mal voll unfair, das Vieh. So. Genug aufgeregt für heute. Aber wie komme ich jetzt da dran? Ach so, wahrscheinlich so. Genau. Nice. Mal wieder eine Energie mehr. Und machen es noch einmal so. Jetzt muss man bestimmt auch da hoch. Doch da. Wow, einziger Weg. Gehen kann. Jawohl. Oh, Stachel. Habe ich danach erst gesehen. Also zu spät erst gesehen. Ja, außerdem sich. Ist ja gut. Sehe ich den großen Vorteil darin, bei so Rätselspielen, dass ich dann nicht googeln muss oder so, sondern dass wir als Community irgendwas zusammen. Gott, ich lasse sie einfach in Ruhe. Mir ist egal. Oh, das wäre im Hintergrund. Das wäre eher als Community sozusagen zusammen was treiben können. Alter, ich kann nicht alle Tasten auf einmal drücken. Was? Wo bin ich jetzt gelandet? Achso. Die Blindstelle. Zack. Oh, diese Drecks Bastardviecher. Stört. Ja. Schön, dass du auch mal springst. Ja, ist gut. So, ist doch viel einfacher. Doch gleich machen. Nein, ich muss den Retard-Modus machen. Nach unten kannst du. Oh, hopp. Lass mich jetzt verarschen. Ich kann jetzt nicht angreifen. Da, geht doch. Die Viecher, die mag ich im Spiel einfach nicht. Und das sind die, die unnötige Weise Stacheln hinterlassen. Oh, das war. Ja, und ich bin halt auch ein leidenschaftlicher Zocker. Also ich zocke immer recht viel und versuche dann auch immer alles zu erledigen, was ich erledigen kann. Jetzt hier alles sammeln zum Beispiel. Oben links was. Ab. Verdammt. Was? Jetzt wurde ich getroffen. Warum? Ah, das war jetzt verdient. Starte ich. Ach, bei dem. Egal. Ja, hopp, nicht egal. Hopp, ist ja gut. Ist gut, natürlich. Ja. Manchmal rege ich mich ein bisschen über Spiele auf. Manchmal rege ich mich mehr auf. Manchmal weniger. Ich finde es einfach klasse, dass man in so Spielen richtig mitleben kann. Ach, natürlich. Das sind dieser Stachel. Und jetzt habe ich gerade übelst Nasenjucken. Manchmal wünsche ich mir hier aber zum Beispiel gar. Oh, natürlich! Verstecke wie gerade eben. Ah, warum sind überall Stacheln? Das gibt doch gar keinen Sinn. Das ist wieder so typisch für das Vieh. Ja. Das regt mich zum Beispiel gerade übelst auf, weil ich speichern wollte, aber nicht speichern konnte. Ja, hopp, was? Hallo? Drück doch. Mach doch diese Scheiße da. Genau. So. Lass mich beide in Ruhe. Wollte eigentlich viel. Komm her. Okay, weiß nicht, ob das jetzt schon gehen sollte. Aber ist egal, ich bin hier oben. Ich kann jetzt einfach mal durch, um zu gucken, was ich so hier finde. Wie zum Beispiel hoffentlich Heilung. Jawohl. Speichern nochmal. Was? Was? Der übertreibt. Ja.
Ah, sind es zwei? Das bleibt nur so vor. Das sind zwei. Wie ist der Dice ausgewichen? Hat der mich jetzt getroffen? Oh yeah. Ja doch, und noch einmal. Weiß nicht, ob das überhaupt Schaden. Ah doch, würde auch Schaden machen. Noch keine Karte. Die darf ich nicht. Die darf ich. Sehr schön. Oh, oh yeah. Nein, nicht. Schade. Das wäre cool gekommen. Ist das die Fackel, die wir suchen? Ah ja, das scheint wirklich die Fackel zu sein. Kann sie auch liegen lassen. Sehr schön, sehr gut zu wissen. Da kann ich die jetzt hier tragen. Hochklettern. Nicht Doppelsprung. Lass mich mal da liegen. Erstmal gucken, was hier hinten so ist. Zum Beispiel ist hier hinten eine Karte nichts eingezeichnet, weil wir keine Karte haben. Immer noch nicht. Ob ich gerne eine hätte. Natürliche Ausweiche habe ich. Okay. Hier hinten waren wir doch. War jetzt alles wieder bekannt vor. Genau. Aber nur der Weg hier für später wahrscheinlich. Wohl, kann ich jetzt rüber? Lass mal hoch. Bringt mir das was? Nein. Gar nichts. Okay, dann holen wir mal die Fackel. Liegt sich öfter. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Oh, hab ich gesehen. Oh, Wunder, ich sehe nicht. Oh, oh, das trifft uns. Puff. Wo hab ich gespeichert? Ah, okay, das geht noch. Jetzt hatte ich schon gerade kurze Panik. Mach ich mal hier nochmal, dann geht das schneller. Aber ich muss die Taste nicht gedrückt halten, das ist natürlich angenehm. So, kann ich hier mit dem Teil speichern? Ja, okay. Boah, okay, das schafft man. Upf. Jawohl, ah, super. Mein Lieblingsvieh. Ah, ich kann schießen, okay. Na dann. Dann geht's ja fast noch. Oh. Stacheln, diesmal sehe ich sie. Aber nicht, der Wald erinnert mich so ein bisschen. Oh, ist gut an die verlorenen Wälder. Von. Alter, wie ich diese Gegner einfach hasse. Mann. Ja, an die verlorenen Wälder von Ocarina of Time. Also The Legend of Zelda. Yay, das ging zumindest jetzt relativ schnell. Zuppel. Errungenschaft freigeschalten. Klarheit gewinnen. Okay. Was ist das denn? Wir entzünden die verhüllten Laternen und sie lichteten den Dunst. Ui, der Schlüssel zu der Elendsruinen. Das Gummon-Siegel. Mensch, Entschuldigung. Wurde gefunden. Zack. Du hast das Gummon-Siegel gefunden. Mit diesem Schlüssel kannst du den Elendsruinen betreten. Ah, cool.
Das Element des Windes findet sich tief in Edens Ruinen südlich von hier. Es ist nicht allzu weit, ich kann dir den Weg zeigen. Zup! Nebel Forest, 100%. Tal des Windes, 32%. Okay. Ist wirklich. Ah, jetzt haben wir hier auch die Karte. Gibt's sogar noch was? Es ist ein Level-Up, das würde ich eigentlich schon gerne holen wollen. Okay. Ach, wahrscheinlich auch deswegen auch ein. Boah. Okay, das war schlecht. So. Ich würde mich gern das Teil bekommen. Oh, immer wieder die Stacheln. So. Bleiben wir nochmal hier. Hey. Wollte ich nicht. Entschuldigung. Jetzt ballen wir uns mal. Hupf, yeah. Yeah. Hier hoch. Und ich doch hier richtigerweise. Richtigerweise übertrieben ist. Aber hat hier nochmal durchgekonnt. Ah, okay. Soll ich jetzt da hochkommen? Achso, machen wir es so. Machen es. Halten uns da leider nicht dran fest, aber es reicht. Hier rüber zu kommen. Um uns noch das hier zu holen. Wir haben die Fähigkeitszelle gefunden. Ja, trau dich. Ja doch, dankeschön. So, super. Weißt du, wenn man das weiß, ist es alles ziemlich easy. Dass es da noch was gibt. Hätte ich doch noch holen können. Ups. Was? Okay. Jetzt noch so und zack. Ja, jetzt gucken wir aber noch rechtzeitig. Ah, seht ihr. Oh, fuck. Ich habe gleich, bin ich mal smart und laufe da schön lang. Und dann das. Ja. Also manchmal bin ich echt nicht smart. Manchmal ist es ziemlich oft in letzter Zeit. So. Ja, ja, macht ihr mal. Was? Ah jo, natürlich. Natürlich, ja hopp. Bombo-Kombo oder was? Da nichts übersehen, ne, da oben anscheinend nicht. Wollen wir noch gar nicht hin. So, dann jumpen wir jetzt hier mal runter. Hui. Natürlich. Habe ich auch anderes erwartet. Aua! Ja, das Kartenfragment haben wir, das ist schon mal richtig schön. Teil hier so schnell wie möglich. Oh, ich mag diese Frösche nicht, die halten so viel aus. Und nochmal speichern. Ja, natürlich. Dann wieder volle Leben. Das ist natürlich sehr fair, dieses ganze scheiß Gegner hier. Mal so ausnahmsweise. Ich weiß, das ist gerade ziemlich billig. Aber irgendwas ist halt immer. Überhaupt nicht. Werde ich ja wohl noch schaffen, ohne getroffen zu werden. Wow, das war gerade sehr knapp. Doch, genau so habe ich mir das vorgestellt. So, hier wollte ich mich unbedingt hin. Na gut, ein bisschen hier. Ach, so könnte ich es vielleicht schaffen. Natürlich. Schießt er halt nah total in die falsche Richtung. Ja, hopp, was ist denn das? Bist du blind oder was? Danke. Boah. Oh, super. Okay.
Also, geht doch, machen wir es mal so. Und holen uns erstmal weniger Schaden. So, jetzt halten wir auch mehr aus. Jetzt haben wir schon zwei Errungenschaften freigeschaltet, weil wir die beiden Trees gemaxt haben. Okay. Jawohl, da kann ich ausweichen, wie ich wollte. Wow, das war knapp. Oben geht's. Aber noch nicht für uns. Schade. Okay. Ist eine zeitliche Begrenzung hat. Oh, da gab's was, das will ich haben. Schön. Und rechts ist wahrscheinlich nichts. Ich werde der Part jetzt fertig. Ich würde gerne noch ein kleines Stückchen weitermachen. Ach, da sind wir wieder hier. Okay. Einmal im Kreis. So, hier, wo ich nicht runter wollte, bin ich jetzt unten. Sehr schön. Okay. Ah, okay. Puff. Jawohl. Oh! Das war ein bisschen waghalsig von mir. Oh, es passt schon, keine Luft braucht. Oh, ist das schön. Wow! Jojo, passt schon. Ah. Wenn hier keine. Hier kann ich. Sieht aus. Okay, machen wir erstmal den hier. Ah ja, okay. Aber zum Glück. Hier schon. Vereinfachung wahrscheinlich. Ja. Dadurch, dass wir springen können. Eine weitere Energiezelle haben wir gefunden. Das ist jetzt nicht das, was ich erwartet habe. Da unten hin müssen. Oder dahin? Ist doch da, wo ich dachte, wäre nichts. Ja, aber natürlich so typisch. Ich habe gerade das zumindest aufgedeckt, mehr oder weniger. Eigentlich noch bis zu einem Speicherpunkt ausmachen. Jetzt haben wir es auf jeden Fall aufgedeckt. Oh, Stachel. Klatsch. Oh, wieder knapp. Aber geplant. Komm ich eigentlich nicht gut durch, weil keine Angst hat. Hui. Jetzt müssen wir tatsächlich. War nichts links rum. Da jetzt nichts ist, bin ich überfragt. Das erste. Bleiben wir nochmal hier. Oh ja, tatsächlich. Also echt, hier geht's nicht weiter. Aua, Stacheln. Ah, okay. Oh, passt schon. Noch ein Kartenfragment, okay. Leuchten mal eine Karte. Okay. Da ist auch was beim Acht zu tun haben. Easy. Soll ich den denn da ranbringen? Echt mitnehmen, oder? Weiter so rollen wird er wahrscheinlich nicht. Ah, jetzt bin ich wieder nicht aus Facebook ausgelockt. Egal, egal. Kurzen Gang hier lang. Ich frage mich, ob ich den nutzen könnte, um hochzukommen.
wo ich auch dran zweifle. Aber, ach, das sind auch noch Mini-Stacheln. Achso, die machen so Eisstacheln. Wow! Das war leicht knapp. Okay. Ich bin da hoch. Dankeschön, Frosch. Hey. Ziemlich frostig. Ich habe zwar das gemacht. Das nochmal und nochmal und nochmal. Dadurch geht es uns ganz gut. Okay, wir sind gleich da. Bin ich auch erst da. Ja, relativ. Ah, okay. Zu wichtig. Achso, da komme ich jetzt erst hin. Gut, passt schon. Gott, hat viel Überlänge der Part, aber das macht mir einfach zu sehr Spaß, euch das jetzt noch weiter zu spielen. Oh. Jetzt cool, wenn das noch Eis irgendwann wiederkommen würde. Okay. Jetzt haben wir gehen nur noch rein. Dann werde ich auch herausfinden, ob man außerhalb speichern kann. Ich habe es nämlich, glaube ich, noch nicht einmal gemacht. Einst üppig und grün, jetzt mit Eis bedeckt. Ist okay. Oder? Sieht nicht gesund aus. Jene, die nicht entkamen, bezahlt mit ihrem Leben. Elendsruin. Die Elendsruinen, hier leben die Gumen. Sie bauen wundersame Strukturen und erfüllen sich mit dem Licht des Geisterbams, das ihnen Sicherheit bietet. Okay. Spiel gespeichert. Oh nein! Diese Gumen wurden eingefroren und konnten nicht entkommen. Als das Element des Windes sein Licht verlor, wurde diese Ruine zu ihrem Grab. Okay. Sehr schön. Also nicht sehr schön. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, ihr freut euch über die Überlänge und habt keine Angst, es anzugucken, weil es länger ist wie sonst. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Tschüdelü.